Fika-Wackler. Wann ist es empfohlen, einer Madhab zu folgen und wann nicht? Ich sage dir jetzt die Wörter von Ibn al-Qayyim und du antwortest mir. Gibt es einen von den vier Rechtsgelehrten, der ein Buch hat von A bis Z und du findest alles und brauchst nichts mehr? Nein. Abu Hanifa rahimullah ta'ala hat kein einziges Buch, was auf ihm zurückzuführen ist. Auch Al-Fiqh al-Akbar, was viele Leute fälschlicherweise denken, ist nicht hauptsächlich oder überwiegend von Abu Hanifa rahimullah ta'ala. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, der hanafitischen Rechtsschule folgen möchtest, dann musst du zu den Schülern von Abu Hanifa zurückkehren. Die bekanntesten Schüler von ihm waren Al-Shaybani rahimullah ta'ala, Abu Yusuf. Sie haben vieles von seinen Fatawa zusammengefasst. So, jetzt haben wir die erste Hürde. Derjenige, den man folgen will oder dessen Rechtsschule man folgen will, hat zum Beispiel jetzt keine ausreichenden Bücher. Nummer zwei, du musst die Bücher seiner Schüler kennen. Nummer drei, die Gelehrten haben manchmal unterschiedliche Ansichten gehabt. Imam Shafi'i rahimullah ta'ala hat im Irak Ansichten gehabt und er hat in Misr, in Ägypten, hat er Ansichten gehabt. Und manche Gelehrte haben zwei, drei Ansichten. Welche war seine letzte, aktuelle? Soll ich weitermachen? Das heißt, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, der Jahil ist nicht in der Lage, einer Rechtsschule zu folgen. Versteht ihr? Ist er nicht. Deswegen, was lernt man? Man lernt eine Aussage mit Beweis. Aussage mit Beweis. Aussage mit Beweis. Walhamdulillah Rabbil Alamin, das reicht an. Das heißt nicht, dass wir sagen, man darf nicht einer Rechtsschule folgen. Das heißt vielmehr, wer kann einer Rechtsschule folgen? Und wir sagen, es ist erlaubt, einer Rechtsschule zu folgen mit einer gewaltigen Bedingung. Ich sage gewaltige Bedingung. Diese gewaltige Bedingung ist, man darf keinen Ta'assub-Fanatismus haben. Weil wenn der Beweis über der Aussage des Rechtsgelehrten steht, darfst du niemals den Rechtsgelehrten folgen. Zum Beispiel, ich sage dir, Abu Hanifa rahimullah ta'ala sagte, man darf heiraten ohne Wali. Die Frau darf ohne Wali heiraten, das heißt ohne ihren Vater, ohne ihren Vormund. Okay? Das ist die Aussage von Abu Hanifa rahimullah ta'ala. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la nikaha illa bi waliin wa shahidain. Es gibt keine gültige Heirat, außer mit einem Wali und zwei Zeugen. Wessens Aussage nimmst du jetzt? Ja, und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Okay. Weil alle vier Rechtsgelehrten haben eine Sache gesagt. Das war Ijma unter ihnen, das heißt, keiner hat etwas anderes gesagt. Er sagte, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Wenn der Hadith authentisch ist, ist das meine Madhab. Was hat er damit indirekt gemacht? Er hat sich freigesprochen von den Leuten, die seiner Ansicht folgen, obwohl was über ihre Ansicht steht? Der Beweis. Mafhum? Und deswegen sagt Sheikh al-Ma'sumi, rahimullah ta'ala, er sagte was sehr Schönes. Er hat eine Riesenabhandlung über dieses Thema geschrieben. Er sagte, die vier Rechtsgelehrten, das bedeutet Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i und Imam Ahmad, um sie chronologisch zu nennen, sie alle haben ihre Rechtsschule, sie haben nicht gesagt, ich gründe eine Rechtsschule. Natürlich, die Schüler haben ihre Fatawa verbreitet und so ist das entstanden. Aber sie alle haben auf Basis von Koran und Sunna Fatawa gegeben, Rechtsurteile gegeben. Schau mal, was Sheikh al-Ma'sumi sagt, aber sie sind nicht Koran und Sunna. Ihr Ansatz gründete auf Koran und Sunna, aber sie sind nicht Koran und Sunna. Und wenn du suchen willst, und wir machen so etwas nicht, natürlich dadurch, dass du automatisch Fiqh-Angelegenheiten studierst, siehst du ja auch, was jeder Einzelne sagt. Es gibt Aussagen, die sind Katastrophe von einem jeden Einzelnen. Die können wir niemals annehmen. Deswegen, keiner von ihnen war Masum. Aber wir lieben sie. Und sie sind Leute, die von Ahlus Sunnah waren. Und passt auf vor diesen neuen Walayadu Billah. Ich weiß nicht, wie man diese Leute nennt. Der sagt dir, Abu Hanifa war ein Irregehender und manche machen Takfir auf ihn. Und ihr kennt diese widerlichen Takfiris, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten oder vernichten. Allahumma amin. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.